schönen guten Tag. Wir haben hier wieder den kleinen 18 Volt Waschsauger. Zudem gibt es einige Videos auf meinem Kanal, falls ihr den auch wollt. Mit dem probiere ich jetzt diesen bösartigen Fleck, der nach dem Besuch in der Mercedes-Benz-Niederlassung nach 2 Wochen Rückgabe plötzlich im Auto war. So, ich stelle euch mal hier auf. So, das sieht auch schon mal gut aus. Jetzt mache ich hier den Akku, klemme ich dran. Also wer diesen Sauger kaufen will, ich kann ihn nochmal unten verlinken oder das Video zu dem Sauger, dann könnt ihr euch das Produkt selbst mal anschauen, ob euch das zusagt. Ich mache ihn jetzt mal an, da wird es ein bisschen laut und hier vorne habe ich dann die Möglichkeit, dass er quasi Wasser mit Reinigungsmittel direkt drauf sprüht und gleichzeitig saugt. Wir weichen es jetzt mal an. Das Gute ist halt, es ist ein Akkusystem, das heißt, man kann es überall machen. Ich komme da gerade so ein bisschen schlecht dran. So ist besser. Ich habe den Waschsauger trotz seines eher höheren Preises, wobei man sagen muss, für einen Waschsauger selbst ist er günstig, extra nur für meinen hellen Innenraum gekauft, beziehungsweise ich habe schon immer helle Innenräume gehabt. So, jetzt höre ich auf, Flüssigkeit drauf zu machen. Wie ihr seht, ist schon ganz schön nass. Man kann schon sehen, dass es echt super gut funktioniert. Geil. Hoffentlich, ja, das hatte ich gehofft. Es scheint zu fruchten. Sagen wir das ab. Das einzige Schwierige ist, Innenräume, wie kriegt man den wieder trocken, ne? Das ist immer dasselbe. Da muss man halt, keine Ahnung, mit Fenster offen lasse ich den dann in der Garage stehen und hoffe, dass er sich trocknet, oder fahre mit Fenster offen durch die Gegend. Ich nutze das mal, um hier noch ein bisschen weiter zu machen. Wir können mal probieren, diese Ränder, die sieht man nicht, wenn die Matte drin ist, ja, dass wir diese Ränder hier unten auch probieren mal zu entfernen. Könnt ihr die sehen? Ja, schwarzen Ränder. Ja, man kommt da ein bisschen blöd dran, aber es sieht schon ganz gut aus. Ich sauge auch hier einfach mal so ein bisschen ab. Dafür ist er eigentlich nicht gemacht. Dafür gibt es auch noch die eigens mitgelieferte Bürste. Nicht Bürste, hier der Aufsatz, wo mein Finger drauf zeigt. Mit dem kann man auch normal saugen. Aber dafür ist er eigentlich nicht gedacht. Da gibt es noch mal eigene Systeme, aber ihr seht, das funktioniert da auch hier ganz gut. Sorry, die Kamera war ein bisschen zu niedrig. Hier kann man auch noch mal ein bisschen mit Nässe. Die Frage ist natürlich immer, wenn es trocken ist, wie sauber ist. Guck mal, hier oben, da ist richtig dunkel. Das können wir mal probieren. Da seht ihr auch das Waschmittel hier an dem Plastikteil. Eine Stelle, die man normalerweise nicht sich anschaut, die auch normal ist, es sehr dunkel ist. Ich bin jetzt hier draußen im Garten, deshalb scheint da schön die Sonne und man kann den Innenraum hier ganz gut erkennen. So, wir können auch mal das hier einfach probieren. Hier ist so ein bisschen, machen wir mal ein bisschen nass, wobei da braucht man einen Lappen. Das hat jetzt nichts gebracht, aber ich habe schon mal ein bisschen Reiniger drauf gemacht. Dann kann ich es gleich mit dem Lappen weiter entfernen. Ich wiederhole noch mal, das Ding ist mit dem Akku ziemlich geil, ne? Hier ist nichts außer mir. Und es gibt noch einen größeren Akku, den 5 Volt Akku. Ich habe einige Videos über Kärcher. Ich bin nicht gesponsert. Das einzige, was ich bekommen habe, war ein Rabatt und den habe ich nicht bekommen, weil ich darüber Videos mache, sondern weil ich viel mit dem Kundendienst zu tun hatte und gesagt habe, dass ich hier über 1000 Euro Sachen bestelle. Und dann habe ich noch erwähnt, dass ich die Videos mache. Und dann habe ich einen kleinen Rabatt bekommen, den aber, glaube ich, jeder einzelne von euch bekommen könnte. Beziehungsweise in der Aktion gibt es ja auch immer mal wieder Rabatte. Wieso habe ich mich für den hier entschieden? Weil Kärcher ist einfach bekannt für Hochdruckreiniger und die machen auch super Staubsauger. Und dann, weil ich eh einen Hochdruckreiniger kaufen wollte, habe ich noch gesehen, hey, die haben ja so einen kleinen Sauger. Und dachte, das ist optimal, weil ich hier diese
bekloppten Sitze habe, die extrem schmutzanfällig sind. Und da habe ich dem einfach mal eine Chance gegeben. Und gerade für so einen Fleck da unten, da ist er halt, das ist genau das, wofür er ist. Der ist extra fürs Auto und so gemacht. Durch seine kompakte Akku-Variante und so, das ist schon echt gut. Hier, da könnt ihr das sehen, das sieht cool aus, ne? Wenn man so drauf drückt, zieht er das Nasse wieder raus. Es wäre halt noch viel, viel geiler, wenn der ordentlich Bums hätte. Also wenn die Saugleistung noch besser wäre. Das ist leider nicht so, schade. Da hätte man vielleicht statt dem 18 Volt das 36 Volt System verwenden sollen, um ihm mehr Leistung geben zu können. Dann wäre er aber auch deutlich teurer. Und die Zielgruppe, die sowieso schon winzig ist, wäre noch viel, viel kleiner. Ich glaube, ich muss hier nochmal mit dem richtigen großen Sauger ran. Da ist auch so ein kleiner Fleck. Den kriege ich aber, glaube ich, so einfach nicht. Ja, wobei, wir können mal testen. Seht ihr den? Ja, ja, der Punkt da, ne? Den kriege ich nur sehr schwer. Da muss ich wahrscheinlich mehrmals drüber. Was auch lustig ist, wenn ich jetzt nur hier das machen würde, sieht das wieder dreckig aus. Das muss man da überall dranbleiben. Hier ist auch so ein Eck. Ja, ich glaube, das Video geht einfach nur um den Fleck und deshalb können wir es auch mal kurz halten. Ich schalte ihn mal jetzt aus. Der Akku hat jetzt noch 7 Minuten. Und vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Schaut meine anderen Videos, zum Beispiel zum 4. gebrochenen Fensterheberknopf. Der ist gebrochen, der ist gebrochen, der ist gebrochen. Das Auto war jetzt 2 Wochen bei Mercedes Niederlassung, weil das Lenkgetriebe im Arsch ist und es wurde mir noch immer nicht repariert, es klappert noch immer. Und Klimakompressor war kaputt, wie es das auch gehört für die R744 Kältemittel CO2 Klimaanlage, die bei jedem kaputt geht. Und als er zurückkam, war der 4. Knopf. Das heißt, alle 4 Knöpfe sind einmal gebrochen. Die habe ich schon ersetzt. Ihn muss ich jetzt gleich auch noch ersetzen. Ciao, peace. Danke fürs Zuschauen. Sayonara. Ciao, Bello und Bella. Beziehungsweise mittlerweile gibt es ja mehr als Mann und Frau. Diese modifizierten Versionen, die kenne ich noch nicht so. Deshalb klassisch. Tschüss.